Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Lilienthal Berlin, eine Marke, die es seit 5 Jahren gibt und bei der ich auf den ersten Blick gedacht habe, warum braucht es eine weitere Marke, die Fashion Watches, die Modeuhren macht? Denn das war mein allererster Eindruck und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich mich etwas näher mit der Marke beschäftigt habe, sehe ich wirklich eine Nische für diese Marke und glaube, dass da eine Berechtigung besteht, sich diese Marke etwas genauer anzugucken. Und genau das möchte ich heute machen. In den nächsten Wochen wird es noch einige Videos geben, in denen ich euch Lilienthal Uhren im Detail vorstelle. Lilienthal wurde vor ungefähr 5 Jahren gegründet von Jacques Kollmann, Michael Gilly und Richard Kollmann. Und seitdem hat Lilienthal mehr als 250.000 Uhren verkauft. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern auch nach Amerika und Japan. Die Marke kommt also gut an und es gibt einen Markt für diese Uhren. Aber was unterscheidet diese Uhren denn nun genau von den vielen anderen sehr günstigen Fashion Watches, die es schon auf dem Markt gibt? Das war die Frage, der ich nachgegangen bin und das möchte ich euch kurz auch zeigen und erläutern. Lilienthal ist eine deutsche Firma und bekennt sich zum Standort Deutschland, was man auch daran sieht, dass die Uhren made in Germany sind, so steht es auf den Uhren drauf, und Lilienthal bemüht sich auch, möglichst viele Materialien, Zubehörteile und Komponenten aus Deutschland zu beziehen. Die Uhren werden hier zusammengebaut. Sie werden ursprünglich ausschließlich in Direktvertrieb vertrieben. Mittlerweile gibt es auch einige Standorte, wo man sich die Uhren live anschauen kann. Und das Ganze zu einem Preis, den ich wirklich erstaunlich günstig finde. Denn die Quarzuhren beginnen bereits knapp unter 200 Euro. Die Damenuhren mit 30 mm Durchmesser liegen bei 199 Euro, der Großteil davon. Die günstigste Herrenuhr kostet ebenfalls 199 Euro. Und bei den Quarzuhren geht es dann weiter. Die Mehrheit der Uhren startet bei 239 Euro, die Chronographen bei 339 Euro. Und die teuerste Quarzuhr, die ich auf der Webseite gesehen habe, liegt bei 439 Euro, hat aber dann auch Meteoritengestein auf dem Ziffernblatt. Lilienthal bietet nicht nur Quarzuhren an, sondern hat auch mindestens eine Solaruhr als Limited Edition im Programm, die am Leder 339 Euro kostet und am Stahlband 349 Euro. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat Lilienthal den nächsten Schritt gewagt und eine Automatikuhr auf den Markt gebracht, die Zeitgeist, die bei 589 Euro in der Grundversion startet und hochgeht bis 1.199 Euro, nochmal 1.199 Euro im Titangehäuse mit ebenfalls Meteoritengestein auf dem Ziffernblatt. In allen Uhren sind Schweizer Werke verbaut, entweder Ronda Quarzwerke oder Selita Automatikwerke. Alles das kombiniert mit einem relativ eigenständigen Design. Und was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass Lilienthal großen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Alle Lederbänder sind nicht chemisch gegerbt, sondern komplett ohne Einsatz von Chemie. Es gibt Korkbänder im Angebot, was natürlich eine wirklich angenehm zu tragende und sehr nachhaltige Lösung ist. Und viele der Limited Editions sind auch mit dem Versprechen gekoppelt, einen Teil des Erlöses an nachhaltige lokale Projekte zu spenden. Mir gefällt der ganze Ansatz eigentlich ziemlich gut.
Die Uhren haben eine unverkennbare Designsprache. Wenn man sie einmal gesehen hat, erkennt man sie wieder. Und die Uhren haben auch mehrere Preise gewonnen in den letzten Jahren, wie zum Beispiel den EF Design Award, den Green Design Award, den Green Product Award und auch den International Design Award. Insofern kann man durchaus sagen, dass hier wirklich eine ganze Menge Designideen und auch neues Design dahinter steht. Als ein Beispiel möchte ich hier erwähnen, dass die Ziffern, die arabischen Ziffern auf den Ziffernblättern, die gleiche Schriftart, die gleiche Fonttypologie benutzen wie die alten ursprünglichen Berliner Straßenschilder. Sowas finde ich gut, sowas mag ich und das gibt der Uhr auch wirklich ein bisschen Lokalkolorit, was nicht jede Marke hat und was sie auch ein kleines bisschen aus dem Meer der Uhren abhebt, die sich in einem ähnlichen Preissegment für eine ähnliche Kundschaft bewegen. Und das war auch der Ursprung der Gründer. Sie wollten günstige Uhren haben, sie wollten modische Uhren machen, aber sie wollten auch gute Uhren machen, die nicht die billigsten Komponenten verbauen und die Uhren sollten einen klaren Bezug zu Deutschland und zum Heimatstandort Berlin haben. Ich finde, alles das ist gelungen und die Uhren sind wirklich schön anzusehen. Ich habe 4 Stück hier liegen, ich werde sie euch in den nächsten Wochen zeigen und glaube, dass diese Uhren wirklich eine Berechtigung am Markt haben. Ich weiß nicht, ob es Uhren sind für Sammler, die eine große Sammlung haben, aber jemand, der eine gute Uhr braucht, der sich zum Standort Deutschland bekennen möchte und der auch nicht billige Komponenten verbaut haben möchte, wird hier ganz bestimmt fündig, insbesondere wenn es darum geht, eine Uhr zu kaufen, die einen Schwerpunkt auf dem Modischen hat, die farbenfroh ist und ein kleines bisschen stylisch ist. Hier wird man garantiert fündig und wird eine Uhr bekommen, die erschwinglich ist und zudem auch qualitativ nach meinem Dafürhalten über dem Durchschnitt der ansonsten angebotenen Modeuhren. Ja, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr von Lilienthal denkt, wie ihr den Ansatz findet und auch, ob ihr euch auf die neuen Videos freut. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, Axel.